your hands up and fill the next cup. Let's get this started again, again. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Und hier ist auch wieder der gute Pikatrix, der gerade an der Bon gelutscht hat. Du bist ein Fuchs, kein Hund. Nee. Ey, darf das ein Fuchs nicht auch? Bin ich mir nicht sicher. Also, ich mach's. Warte mal, ich folge dir mal in dein Schlafzimmer. Ich werde jetzt erstmal mich jetzt erstmal umziehen. No! Nee, es geht so. Du bist in meinem Bild, ich sehe nichts. Okay, jetzt bist du weg. Geh da weg! Du stehst vor der Kamera! Schön. Hey, siehst du das, was ich anhabe? Ja, sehe ich. Du hast einen echt geilen Oberkörper. Du, ganz ehrlich. Auf jeden Fall besser als die Gefängniskleidung. Ja, ich würde sagen, ja, es sieht gut aus. Sieht gut aus. Also, guck mal, die Unterhose raus. Jetzt mal. Ja. Fail. Du, ganz ehrlich, ne, aber du hast einen echt strammen Oberkörper hier, ne? Ich bin auch schon Level. Ich bin auch schon Level 61. Du, da würde ich mancher blass werden. Bei deinem Oberkörper. Ey, der das ist jetzt ein Ingame-Kompliment. Also das hat jetzt. Ja, der schwule Fuchs. Nur Homo, aber das. ich würde dich als an die. Nee, vergiss. Der schwule. Zu schmutzig. Der schwule zu Fuchs schmutzig. Will eine Nacht. Zu schmutzig. Ich wünschte, ich könnte jetzt eine reinhauen. Ich könnte jetzt eine reinhauen. Wird geladen. So. Was wird denn geladen? Geladen. Ey, ich bin mir Laden. Wir haben vorhin ein paar Probleme gehabt mit dem Aufnehmen. Wenn die Probleme wieder vorkommen sollten, dann überspringe ich den Heist von der Aufnahme her. Und dann machen wir direkt danach weiter. Weißt du, was mir gerade einfällt, ne? Du, wenn wir so ganz, ganz böse Witze machen, so ganz böse, sarkastische Witze, ne? Mhm. Dann, sag mal, musst du das dann zensieren? Also so richtig gefährliche Witze, meine ich. Richtig gefährliche Witze. Wie solange du keine rassistischen Witze machst, wird auch nichts zensiert. Und auch... Okay, gut, Alter, bin Laden. Du bist im Laden? Bin Laden, Alter. Osama bin Laden, Obama im Laden. Nee, Du wagst dich weit vor. Ey, ich sag nur 4K-Pornos gucken. In 4K und in 3D, ne? Nimm dein Lümmel aus meinem Gesicht. Sagen wir es mal so, dafür gibt es nur ein einziges Gerät. Oculus Rift Pornos. Virtual Reality. Ich stell mir gerade so vor, du denkst, du bist allein im Haus, dann ist doch dann die Mutter da und dann schreist du so, ey, nimm dein Lümmel aus meinem Gesicht. Ja, das kam bei meiner Mutter schon manchmal vor. Was? Du bist pervers. Nein, aber bei meiner Mutter ist es halt manchmal so, dass die einfach reinkommt und das ist dann halt nicht so cool, wenn die einfach reinkommt, ne, und dann muss man halt immer mit dem Schlimmsten rechnen, egal was man macht, und das ist natürlich dann nicht so schön. aber genug vom perversen Leben. Außer, auch wenn was dann natürlich am schlimmsten ist, wenn du den Mann die ganze Zeit nur angucken kannst und spielst dann aber die Frau in einem Porno. Entschuldigung. Oh Mann. Entschuldigung. Sag mal, eine Frage. Sag mal, ab wie vielen Jahren ist eigentlich ich dein Let's Play hier getaggt eigentlich? Ich hoffe ab 18. Nee. Oh. Das kommt halt immer drauf an. Okay, liebe Kinder, ihr habt nichts gehört. Du, guck mal, da ist... Ey, jetzt kannst du jetzt mal fragen im Chat, ne? Hey, hast du Bock auf einen VR-Porno? Oh, ja. Das müsste man mal als Gag machen in GTA, ne? Die Mission VR, heißt VR-Porno, ne? Und dann Spieler, die man dafür braucht, 12 Leute. Ist doch VR-Porno, musst du nur Niki anrufen. Das ist dann ein Verisoft-Porno. Wobei ich jetzt mir selber nicht sicher bin, ob ich das zeigen darf, wenn ich ins Stripclub reingehe. Ich glaube, das können dann von YouTube irgendwie Probleme geben. Deswegen gehe mal da lieber während einem Let's Play nicht rein. Boah, Alter, ich hab hier die voll krasseste Droge überhaupt, ne? Das Ding nennt sich asiatische Minze. Du glaubst mir nicht?
Du hast das Zeug noch nicht in der Hand gehabt, oder? Weil wenn du das schon mal in der Hand gehabt hättest und du hättest dir danach ins Auge gefasst, dann hättest du gemerkt, dass es brennt. Oh, ich könnte dir sagen, dass das brennt. Oh, Alter, du kannst so krass durchschnaufen, erst einmal. Oh, Moment. Oh. Okay, ich starte mal. Hat jemand einen Kinderriegel? Ja. Einfach mal. Der muss... Hat jemand einen Kinderriegel? Hat jemand einen Kinderriegel? Raubüberfall. Warum haben wir da eigentlich ein Häkchen über dem Heist? Das würde bedeuten, dass wir den Heist schon mal gespielt haben, also schon mal geschafft haben. Aber den haben wir doch noch gar nicht geschafft. Nein, wir haben immer gefailed. Ja, schon. Entweder aber wir haben gefailed dann... oder... Miau, miau. Ja, miau. Lass mal die Sequenz machen. Oh mein Gott, wir haben eine Frau dabei. Got a bit of a problem. Oh mein Gott, die haben auch got wind of what we're up to. Apparently killing a guy's closest associate puts a bit of a spotlight on him. Anyway, now I'm told they put a price on the professor's head, so we gotta move. Now, is that clear? Can we get going? All right. And remember, the professor is paying you, not me. Alter, du siehst jetzt gerade siehst du, Alter, der hat ein Einschussloch am Rücken. Der neben dir. Leck mich am Arsch, hat der ein Einschussloch. Okay, also zwei müssen Gefängnisbus nehmen und fahren an der Stelle. Ihr spielt Wärter und Häftling. Ja, wir spielen natürlich Wärter und Häftling. Ich bin der der Häftling. Und ich. Meanwhile, the pilot will have picked up the plane and be waiting. Das wäre besser, wenn du der Häftling bist, ne? Weil ansonsten ist es so, dass der Häftling dreckige Spiele mit dem Wärter spielt. After that, it's just a matter of getting the guy out of the clink and getting him onto the plane. Everyone flies out of there except for the bus. Professor Rosowski takes control of the plane. Ey, ich bin hier mal hier, ey, wir sollten mal ausreden lassen hier. The professor's out of US airspace and reunited with his precious car. Kein Bock. Simple. Nee, der Einzige, der hier Witze machen darf, das bin ich. Ey, ich was eine mit, deutsche Übersetzung, ne? Simple, Pillepalle. Ja, gut gedeutscht. Gut gedeutscht, liebe Synchrosprecher. So gut. Ja doch, Synchrosprecher, oder? Nee. Ich brauche ohne Scheiß, ich brauche echt Kohle. Deswegen hoffen wir mal, dass es jetzt... Ich brauche auch Kohle. Weil ich muss sagen, langsam kommt die Munition etwas, teuer? 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 You know, I'm ready for Freddy. Yay. Gut, ich hoffe mal, dass die anderen so, okay, der Sprengmeister ist ready und es kann losgehen. Yay, der Pilot ist auch ready. Sauber, gut. Also ich nehme mir den Centauro. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, ich habe mir Standardausrüstung geholt, ich hoffe schon. Bereit zum Spielen. Ich habe halt nicht wirklich viel Auswahl. Und du siehst schon wieder beschissen aus, Junge. Ich habe dich ja auch lieb. Ganz... Ja, du siehst so scheiße. Ganz ehrlich, der Junge neben dir, der rechts von dir, ne? Der mit den blonden Haaren und der NATO-Jacke, ey, der sieht irgendwie voll creepy aus. Nazi aus. Der ist voll Nazi. Der sieht so schlimm nach Nazi aus, echt jetzt. Ich mag aber auch Marzipan. Nein, nicht Marp. Du magst. Ich hab gesagt, ich mag Marzipan. Ich hab gesagt, ich mag Marzipan. Wieso magst du Marzipan, Junge? Kommt drauf an. Ich geh! Marzipan! Ich muss mal ein bisschen näher rangehen, ansonsten seh ich unten den Text nicht. Oh, Moment. Soll ich mal wissen, wo du hinfahren musst? Wie wär's denn mit dahin? Wie wär's denn mit dahin? Ich weiß schon, wo ich hinfahren muss. Das ist mir doch scheißegal, ob du das weißt oder nicht. Oh! Ja, sehr auffällig. Gott sei Dank, dass ich den Bus fahren muss. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ihr könnt das mal in die Kommentare schreiben, mir würde das nämlich interessieren. Wer von euch Probleme mit GTA 5 hat und was für Probleme ihr habt oder was für Probleme ihr hattet, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, weil ich sehe so wenig Berichte darüber, dass die Leute Probleme haben. Es gibt natürlich einige, aber ich will gerne noch mehr sehen und vielleicht auch mal unter dem Video, dann kann ich es besser so zusammenfassend sehen. Schreibt das einfach mal in die Kommentare, falls ihr gerade zuschaut, ob ihr Probleme habt und was für Probleme ihr hattet oder habt. Ich sehe es jetzt schon vor mir. Ich habe mein Problem mit GTA Online. Die Spieler! Badum! Dum-dum! Zu viele Spieler! Badum! Ist immer schade, ne, dass man die geile Mucke in GTA immer ausschalten muss, ne, wegen Musikrechten.
Ja. Weißt du, dann machst du My Radio an und haust irgendwas von, keine Ahnung, KSD Beats oder so rein. Oder wenn du Musikerfahrung hast, ne, komponierst du einfach selber irgendwelche Soundtracks. Ich habe keine Musikerfahrung, nachdem ich ja Probleme hatte zuletzt wegen... Weißt du, was mir gerade auffällt? Ne? Du bist so richtig gegen den Sitz gepresst, als ob du gerade Angst hast. Das wundert mich bei deiner VIC auch überhaupt nicht. Mann! Das wundert mich überhaupt nicht, ey. Ja, wunder. Hast du schon mal was von Spurhaltung gehört oder sowas? Was ist mit Sporen? Spornhaltung auch, aber Spurhaltung. Weißt du, das wollte ich mir immer ausprobieren, ne? StarCraft 2 in der Starter Edition. Mal ausprobieren. Fahr mal. Just for fun. Wow, lass mich raus hier. Wie er sieht, ey. Plopp. So übel geil rausgefallen, ne? Plopp. Hui, ich bin drin. Vorsicht, Stufe, plopp. Oh ja, jetzt, Gott sei Dank darf ich den fahren. Gott sei Dank darfst du den nicht fahren, sondern ich, ey. Ich stell mir das gerade so vor. Auf einmal fahr ich, ne? Auf einmal, und du sitzt hinten drin, auf einmal. Oh scheiße, wir haben wohl die Rollen vertauscht. Sorry, Wachmann. Nee, das ist noch schlimmer. Der ist, ne? Ich sitz hinten, du fährst, ne? Und du siehst nur, wie ich mich übelst in den Sitz reinkralle. So richtig Polster schon komplett aufgerissen. Da wacht man, ach, der ist immer so auf Drogen. Ja, der hat gerade eine schwere Psyche hinter sich, wissen Sie? Eine schwere Psyche? Er hat ein schweres Trauma. Er hat ein schweres Trauma. Er ist mit Moritz gefahren. Ja, er ist mit dir gefahren. Alles klar. So, darf ich da jetzt nur die Ruhe bewahren? So. Und du hast gesagt, die geht auf? Ja, wenn du ein bisschen stehen bleibst. Das ist bei mir immer so. Nein? Geht nicht auf? Fahr durch. Das reklamieren wir. Noch ein Stück. Jetzt geht es sogar noch hoch, ne? Und jetzt, wo ich durch bin, jetzt geht's ja auch oder so. Ja eben, du bist durchgefahren, bei mir geht die gerade hoch. Kaputt aber. Jetzt ernsthaft? Ja. Das ist jetzt nicht der Ernst. Doch. Jetzt ruhig. Just one, huh? I thought the drug laws were keeping us full. Come on. Geh nicht so. Ich schau. Geh nicht so aufs Gas, verdammte Hacke. Ich krieg ja Angst, Junge. Wenn er so aufs Gas geht, Alter. Warum? Alter. Fährst die zwei Passanten da rechts, die zwei Wachen rechts um, hä? Okay, go, go. Get to it. Krasses Tattoo, muss ich nochmal entstechen lassen. Alles klar. Ich wäre auch ein Drachen. Ah, hör auf, nicht so grob. Zieh gleich auf deinen Kopf, ey. Alles klar, also der Wache da hinten wird gleich ausgeschaltet. Von mir. Warum sehen die uns eigentlich links nicht? Die müssten uns doch gesehen haben. Ich weiß es nicht, gleich wird der Wache ausgeschaltet. Wenn er auf uns guckt, schalte ich ihn aus, okay? Okay, gut. Einfach schön weiter gehen. Chill, ich weiter. Warum bin ich schneller als du? Alles klar, los, los, los. Go, go, go. Nummer 1 ist tot, Nummer 2 ist tot. Alles klar, auf geht's. Go. Komm, 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 komm. Gibt's eigentlich eine Methode, schneller die Leiter hochzuklettern? Du musst irgendwie die Sprinten-Taste immer ständig drücken, dann bist du schneller. Ah, okay. Hast du ihn? Ja, hab ich. Schön, weiter, einfach weiter rennen. Ja, okay. Mikrofon aktiviert. So. Fuck. Alter, lass mich hoch. Einfach weitergehen. Los. Aua, ich krieg hier Schüsse ab. Ja, ich auch. Wie du einmal über mich fliegst, ne? Nein, darüber, runter. Ich hab irgendwie den Eindruck. Oh, fuck. Oh, komm. Haben, gut. Okay, der ist auch tot. Noch irgendeiner? Möcht noch einer aufmucken? Nein, komm. Noch einer auf? Ah, sammle auch Munition auf, ne? Also ich muss Munition aufsammeln, ansonsten. Wo müssen wir eigentlich wieder raus, frage ich mich gerade. So. Nur damit ich's weiß, wo muss man denn später wieder raus eigentlich? I thought they were sending professionals. I collaborated. Was heißt die Professionals? Get a ship for the pleasure. Just give me.
Du kannst bei dir Handschellen ruhig wieder ablegen, Junge, ne? Ist dann, du stehst da. Hab ich die immer noch an? Ja, du hast die immer noch an. Oh Mann. Ich will die aber auch nicht anhaben, aber ich muss anscheinend. Au, au! Boah, runter! Man muss hier echt aufpassen, ich hab nicht mehr viel Leben. Verdammt, ich hab auch nicht mehr viel Leben. Oh fuck! Wir haben noch. Jetzt beten, wenn jetzt alles klappt, dann darf nur noch das. Entweder wir dürfen nicht viel verhehlen oder das Enemy-Team, ne? Als andere Team. Okay. Okay, sieht ganz gut aus. Wow, fuck. Wo sind die? Da sind noch. Links sind. Links habe ich noch irgendeinen gesehen. Ah, oh, fuck, ich krieg Schüsse ab. Der drüben. Wow. Der lebt noch. Wie der lebt immer noch. Das gibt's nicht, noch. Der lebt. Jetzt ist er tot. Okay. Gut, vier vorne. Los geht's, wie komm. Vorhin. Los geht's, los ich geht's. Ich bin im grünen Bereich. Ich bin im grünen Bereich. Haben. Warum schreien die down on the ground? Ich will aber nicht, ich will nicht auf den da. Oh, das ist eine Schutzweste gewesen. Am Silo war noch einer. Okay, zurück. Alles klar. Jetzt müssen wir wieder zu dem. Gehen wir wieder in die Nähe zu diesem blauen Typen da, ne? Zu dem. Wie heißt der? Zum blauen Typen? Ja, der ist so blau umrandet. Bleib mal bei dem. Ah, da drüben ist der. Die kommen übers Dach. Ja. Ah, da, ich seh ihn. Oh. Ich seh gar keinen Grad. Irgendwo vor dir müssten welche kommen. Ja, aber ich kann ihn von da aus nicht erschießen. Du hast doch alle Waffen, ne? Da drüben. Wow. Okay. Oh mein Gott. So. Da kommt einer hinten über. Keine Ahnung, über was da der kommt. Da ist da oben auch noch einer. Ja, ja, komm, du musst zu den Gefängnisbussen. Verdammt, 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 verdammt. Muss ich den wieder rausfahren oder wie? Nein, komm in meine Richtung. Ja, okay. Dann lass mich irgendwo hinstellen. Oh. Oh. Gib mir Deckung. So. Nein! Verdammt nochmal. Scheiße, ja, aber wir haben noch ein Leben. Wow. Okay, gut. Hauptsache nicht vermasseln jetzt. Jetzt bloß nicht scheitern. Fuck. Alter. Ich sehe ihn. Oh, scheiße. Okay, einer ist tot, da hinten, der lebt noch einer, oder? Der drüben. Da drüben steht einer rechts von dir beim Container. Ganz da hinten, ja, ja, der, ich weiß ja, wo er ist. Der müsste. Oh, fuck! Jetzt, jetzt! Komm, stirb, du Sau! Ich hab nicht mehr viel Munition. Ich hab schon noch reichlich Munition, aber. Jawohl, der ist tot. Wie läuft's bei dir? Da ist er, der lebt noch. Wow! Ah, Scheiße! Nicht sterben! Es sind nur noch. Oh, war ja von der Bild. Ah, yeah, 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 yeah. So. Wie ist denn bei dir jetzt? Florian? Ja? Wie ist denn bei dir? Ah. Was ist bei mir? Bei mir läuft's gerade gut. Ja, ja, bei mir passt's auch gerade. Wir sollten weiter. Gut, komm. Ich bin ein bisschen über halbem Leben momentan. Wow! Ah, fuck.
Jawohl, noch einen Headshot. Da oben. Ah, scheiße, ich krieg hier übel ab, ich muss aufpassen. Einfach mal regenerieren lassen ein bisschen. Verdammt, Alter. Da kommen drei. Okay, da kommen drei. Moment, ich hab noch. Ich hab keine Snacks mehr, scheiße. Ich hab auch. Ich hab überhaupt nicht sowas. So geht's auch, Leute, ne? Wie schießt du so? Das kann, man kann blind über die Barriere schießen. Alter, guck mal an, wie viel wie ich durchlöchert bin. Einer noch, einer steht irgendwo da oben noch. Da oben. Nee, doch nicht. Lol, kill the Jet. Oh je, da schreibt irgendeiner was. Ich glaube, ich hoffe mal, dass wir jetzt hier nicht deswegen failen. Irgendwo ist einer. Wo ist der? Ey, lass mich ganz kurz überlegen. Der ist. Moment. Der muss irgendwo davon. Nee. Verdammt, wo ist der? Wow, 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 wow. Scheiße, die Verstärkung rückt an. Verstärkung ist da. Ja. Davon, der ist da. Ja. Da ist schon wieder einer gestorben. Ach komm. Nein. Ach komm, wir waren so weit. Der Buzzard wurde zerstört. Der Buzzard. Ach komm. Ach, scheiße. Ah, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich weiß bloß, als jetzt sind ich wir jetzt so weit, kommen, jetzt können wir auch neu starten. Wenn jetzt einer rausgeht, dann müssen wir halt, dann machen wir halt eine andere Mission. Eigentlich müsste ich mal aufs Klo nochmal. Ach komm, ich hoffe jetzt mal, die starten neu. Wird heruntergeladen. Ja, die haben neu gestartet alle. Echt? Ja. Okay. Verdammt, ich muss nicht mehr aufs Klo. Och nee. Weißt du, was noch schlimmer ist? Wir müssen ja. Ich hatte keine Chance, Munition mehr zu kaufen. Ja, guck mal, wo wir wieder anfangen müssen. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Mein Problem ist, dass ich keine Munition jetzt langsam mehr habe. Ich hatte vorhin nur noch 200 Schuss. Sollen das jetzt schaffen? Alter. Moment. 775, ich 60. Ja, doch, passt schon noch. Alter, trotzdem Moment. Muss ich mal aufs Klo eigentlich. Verdammt, ich muss echt aufs Klo. Mensch. Ja. Du musst darfst Klo? Du aber nicht, ich weiß schon. Ja, du fährst. Also ich weiß schon, heißt. Windeln anziehen. Oder Katheter legen, das geht auch. Ich lasse ans Bein. Ach komm, ey Junge, komm. Unauffällige Pille. Wie du dir einfach hier mal so vorbei trägst. Ich bin Polizeibus, Mann. Wo ist meine Eskorte? Oh! Soll ich fahren? Ich hab die Abzweige nicht erwischt. Ich sag doch, das ist eine scheiß dämliche Kurve. Ach, scheiß auf... Die Mission an sich ist ja auch geil. Aber scheiß doch auf Straße, schaffen. Wir nehmen Landstraße. Scheiß auf Straßen, Alter. Oh, Alter, ich hab schon gedacht, du fährst jetzt auf der Autobahn. Hätten wir machen können. Hättest du Lust drauf? Spritztour machen? Ich glaub, so verpeilt bist du nun auch wieder nicht. Dass du jetzt einfach, eiskalt über die Autobahn fahren möchtest. Da steht, verschafft dir Zutritt zum Gefängnis. Das habe ich gemacht. Also, es ist kein Einsteigsimulator, man merkt's. Ey, wenn das so weitergeht, habe ich bald Level 17, dann habe ich bloß durchs Parken hier. Just one, huh? I thought the drug laws were keeping us full. Come on. Das heißt also, ich muss den dann später wieder rauskutschieren oder müssen die im Chat hier landen? Oh, fahr vorsichtig. Nee, wir werden dann auch werden wir abgeholt, dann müssen wir abspringen irgendwo mit dem Fallschirm. Ich hoffe, es muss eine Punktlandung werden. Oh, Spoiler. Spoiler, muss das eine Punktlandung werden dann? Okay, naja, verrate ich nicht. Ach, verdammt, kann man ihm bitte an das Ding einen Knoten hinmachen oder sowas, ey. Ah! Knoten reinmachen bitte. Oder zumindest mal einen Katheter reinstecken. Warum renne ich? Willst du mich jetzt verarschen? Guck mal, die gucken doch schon, die Wachmänner.
Lass mich fahren, die Erde. Drei, zwei, eins. Los! Gut, tot. Komm, komm, komm. Go, go, go. Ah, geh die verdufte Verdufte. Ach, komm hier hoch. Was? Hier hoch. Nein, kein Steam Overlay. Oben. Das ist eine ganz schlechte Idee jetzt. Warum machst du Steam Overlay? Just, weil ich geil drauf bin. Alter, ich hab ihn jetzt mit Auto immer fast, mehr oder weniger. Ah! Geh weiter hier, ich geb die Deckung. Ah, da laufen noch ein paar Verhäftlinge rum. Die erwischen mich gar nicht. Ich bin. Keine Ahnung, ich bin. Ah, mich erwischen die irgendwie. Okay, der ist tot. Und der ist tot. Der andere, der lebt, glaube ich, noch. Ja, ich habe sogar irgendwie cool. Eine Schrotflinte ergattern so. Können. Okay, los. Der Gefangene da rechts. Komm, wir sind so ein bisschen schicken, weil sonst machen die den Chat wieder kaputt. Jo. Die Szene kann man nicht überspringen, ne? Ja. If we'll be sending professionals, I collaborate and we'll get a ship for the pleasure. Der beleidigt uns sogar noch. Nice. There are some screws. In meinem Blick einfach, ne? Scheiße, beeil dich doch. Hoffentlich treffen wir ein paar ganz bestimmte Idioten. Ja. So, genau davon hin. Davon please hin, kill davon the jet hin, now. Ah! Ich hasse die MP. Du hast ja, du hast ja noch alle deine Waffen. Ja, ich nicht. Alter, wie ich einfach durchlöchert werden, ne? Der lebt noch, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Ich seh's. Okay, go. Komm. Ah, was ist denn los? Ich krieg Schüsse ab, Alter. Da vorne steht noch einer irgendwo. Da vorne steht einer. Aber wir müssen es echt mal ein bisschen. Jo, wir müssen es echt mal ein bisschen ranhalten. Ansonsten verlieren wir schon wieder. Links ist einer. Mit ihr den Jet nicht kaputt. Warum bin ich ein Arschloch? Wie ein Arschloch von wem? Wer sagt das? Nee, die sagen zu mir Arschloch hier, die Wachmänner. Oh! Alter! Mach doch, Alter! Oh, übel! Ah! Jetzt. Du musst echt kommen, schnell, Alter. Voll in den Arsch. So. Nee, der hat vor mir gestanden und hat nicht auf den geaimt. Das ist scheiße. Okay, da ist noch einer dahinter. Ey, auf dem Silo! Jetzt ist er tot. Okay, da vorne ist einer. Oh! Tot. Da sind welche, komm, links. Ja, wow. Ah, ich bin an die Wand. Merci beaucoup. So, super, so kann ich nicht machen. Mit Deckung! Walter! Alter, ich muss echt aufpassen. Wir wissen noch, drei stehen noch da. Also nach dem Heist wird ein Cut gemacht, ne? Weil wir schon so lange aufnehmen. Oder, jawohl, okay, oder wir nehmen einfach schon für die nächste Folge auf. So, es sind drei noch, zwei kommen von oben. Ah! Das tut weh. Das tut sowas von weh. Aber sowas. Wo sind die? Die müssen genau vor mir stehen. Tun sie auch. Nummer uno weg. Zwei muss hier irgendwo hinter sein. Irgendwo da dahinter. Ich sehe ihn nicht. Hm. Wo ist der? Moment, ich komm. Da ist ein Flugzeug. Von denen. Aua, der trifft besser als der direkt vor mir steht.
Oh. Okay, gut, da hinten kommen ganz, ganz viele jetzt. Lass mich doch da dran. Excuse me if I have trust issues with the US government. Was labert er? Nein! Scheiße. Oh nee, du bist gestorben, immer. Scheiße. Aber echt immer. Ich bin in der Verhandlung. Oh, cool. Lebt er noch? Der lebt noch, die Sau. Jetzt lebt er nimmer. Drei noch. Trotzdem, ey, obwohl, ne, wir es auf normal spielen, ist trotzdem sau schwierig, oder? Kann man sich denn hier als Sechstes verstecken? Ich schau mal, ob ich davor komme. Nein, 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 runter! What the shit? Der Heli kommt, der Heli kommt. Oh nee, oh nee. Ja, das ist der Heli. Echt? Ja. Wir geben uns Unterstützung. Ich hoffe, die schrotten den nicht. Ich hoffe einfach mal, dass ich das überlebe. wie die Stange einfach umfällt, ne? Zwei stehen noch da. Go, go. Komm. Ah, fuck. Ich kann... Du musst die erschießen, weil ich kann auf die Entfernung nicht schießen. Okay, zwei schießen. Noch. Ah. Du musst schießen, ja. Ich kann auf die Entfernung nicht wegen der MP, ne? Stirb! Der stirbt einfach nicht. Da lebt noch einer. Pass auf, da lebt noch einer. Ja. Ja, ja, ich weiß. Da ist noch ein anderer. Nein, hast du nicht. Der lebt noch. Ja, okay, gut. Jetzt ist er tot. Wo müssen wir denn hin? Wo landet der? Jetzt müssen... Geh und hole Raschkowski ab. Der folgt uns jetzt zu Fuß. Wir müssen uns jetzt versuchen, ein Ding, ein Auto zu schnappen und dann abzuhauen. Da vorne ist lauter Polizei. Ja. Ja, ja, da müssen wir jetzt durchkämpfen. Der folgt uns jetzt direkt auf Schritt und Tritt. Sauber, los. Guck mal. Du fährst. Ah! Schneller steig ein, schnell. Los, der soll einsteigen. Oh fuck. Komm, komm. Was? Mach das Ding zu. Los, fahr! Wo müssen wir denn raus? Ah, da. Da! Okay, 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 okay. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Sauber! Die Polizei abhängen. Alter, wir haben gerade 5 Sterne. Also jetzt müssen die versuchen, einen Punkt zu finden, wo wir auf das Flugzeug umsteigen. Was machst du? Alter! Ey, ja, komm! Das Fahrzeug hält schon ein bisschen was aus, hoffe ich. Jetzt müssen wir einen Punkt finden, wo die uns abholen können. Jetzt bloß nicht verfranzen. Einen Punkt finden, wo sie uns abholen können. Folgt dem blauen Flugzeug. Folgt dem blauen Flugzeug. Da vorne. Da. Wir müssen uns da jetzt irgendwie reingehen. Wir müssen denn dahin? Nein. Alter. Siehst du da? Was machst du? Was denkst denn du, was ich gerade mache? Er fliegt zum Flugfeld da, rechts. Fahr zum Flugfeld. Soll ich jetzt da rüberkommen? Komm ich da hoch? Keine Ahnung, fahr irgendwie dahin. Die haben da gelandet, wir müssen dahin. Okay, gut, dann versuchen wir es mal hier. Und nicht ins Flugzeug reinfahren, sonst geht's kaputt. Wir versuchen schnell auszusteigen und dann umzudingsen, okay? Okay, okay, okay. Weiter, weiter, weiter. Steig aus, los, aussteigen. Aussteigen, los, 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 los. Au! Go, 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 go. Komm. Nein, der steht nicht auf. Los, 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 los. Was? Fliegt. Fliegt, los. Ja, geht hoch. Alter, was? You need to evade the authorities before you bail out of there. Run evasive maneuvers, get clear, then head
Alter, ich hab irgendwie Angst, der wenn der fliegt, du. Der fliegt still. Einigermaßen. Okay, jetzt müssen wir ab dem gelben Punkt glaube ich, abspringen. Abspringen, einfach aussteigen, oder wie? Ja, wir werden dann wahrscheinlich abspringen im gelben Punkt. Das ist ja nur das Flugzeug, was die Piloten fliegen müssen, damit sie die rausholen, ne? Ja. Das haben wir ja besorgt, weißt du, sonst hab ich ja geflogen. Alter, das soll man schön ruhig halten, Mann. Alter, was macht der? Der versucht den Blickkegel von der Polizei auszuweichen. Damit wir es dann beim Abhauen nicht so schwer haben. Wir müssen ja dann auch noch abhauen, ne? Ja, wir springen gleich raus. Deswegen mach dich bereit. Klar, aber, also am gelben aber, Punkt. Dann sind und wir, dann. In Chase sind wir dann ja immer noch, oder? Chase, ja. In Chase? Ja, und dann müssen wir mit dem Heli an einer bestimmten Stelle landen und dann haben wir es. Also, wir springen jetzt gleich ab. Dann steigen wir in den Heli ein. Im Flug am besten noch. Ja. Nein, wir müssen am Strand landen da hinten. Siehst du den Strand unten rechts? Ich seh's, das wird jetzt lustig werden. Also abspringen, einfach aussteigen. Ja. Achtung, nee, nicht aussteigen. Das macht er automatisch, das ist eine Zwischensequenz. Ach nee, weil er die Cops erst abhängen muss. Das ist eine Zwischensequenz, das springt er automatisch raus, nicht irgendwie selber aussteigen, okay? Der versucht jetzt abzuhängen, aber wir sind gerade gut drin. Ja, jetzt muss er hochfliegen. Ich würde ihm empfehlen, ziemlich hoch zu fliegen, ansonsten. Guck. Was macht er da? Nein! Ich weiß nicht, ich glaube, der trifft. Was macht er da? Ich glaube, der trifft nicht. Moment. Da, guck, da, jetzt sieht er den gelben Kegel. Gelber Kegel? Jetzt! Guck! Wiedersehen, ich hoffe, sie bezahlen euch gut dafür. Guck, jetzt fliegt er das Flugzeug, wir springen raus. Okay. Jetzt müssen wir unten am Strand landen. Ja, am Strand müssen wir jetzt gleich landen mit dem Fallschirm. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, wie scheiße ich bin? An welchem Strand denn? Wo landet ihr? Ja, der gelbe Punkt ist am Strand, verdammt. Oh nee. Das musst du doch. Nein, der ist. Och komm, jetzt ist der am Dings. Weißt du, wie der gestorben ist? Der ist gegen das Felsriff geknallt. Ey, aber das musst du mir doch sagen, Mann. Ich bin genau einmal falsch. Ich hab doch gesagt, am Strand. Auf Strand zugesteuert. Unter mir war eine Küste und da war ein Strand. Das ist Strand. Du kannst auch im Wasser landen, du kannst hinschwimmen. Nein, das geht auf jeden Fall, dass wir am Strand nicht, sammeln weil müssen. Ich nicht tauchen kann. So, und ich muss kurz aufs Klo. Ja, es geht jetzt wieder weiter. Oh mein Gott. Och. Ich denke mal, an dieser Stelle machen wir einen Cut. Ich denke, ihr wollt bestimmt nicht nochmal weitersehen, wie wir hier diese Mission spielen. Ja, dann macht's gut und ciao.